Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zu einem neuen Teil meiner Wartales-Reihe. Was habe ich denn eigentlich hier? Irgendwas ist doch hier. Ich kann Punkte vergeben, genau, das wollte ich. Die Frage ist nur, was? Hier ist ja nicht mehr, dieser Gambeson wollte ich mal, ne? Das wäre diese mittlere Rüstung, die mir dann... Aber die hat keine Crit. Oder kriegt mir das dazu eventuell beim... Was ist hiermit? Unverdorbene Essenz. Diese klebrige, durchsichtige Essenz ist ein wichtiger Bestandteil beim Brauen alchemisch. Ach so, das brauche ich hierfür, ne? Wo war das? Wo war das Ding, was ich gelernt habe? Öl der Aufmerksamkeit, genau. Unverdorbene Essenz, die muss ich dafür vorher lernen. Also machen wir die mal. Haben wir die schon mal? Und wir haben aber noch einen Punkt. Ich bin echt am Überlegen. Bis jetzt haben wir ja hier eigentlich kein weder Hähnchen. Was, das Einzige, was wir haben, ist Karpfen. Den haben wir gekriegt. Die Aalsuppe. Scheiße, die hätte ich jetzt so erlernen können. Guck dir das an. Ich habe eben 100 Gold dafür bezahlt. Eieiei. Gut, dann nehme ich den Karpfen einfach noch mit. Karpfen bringt dann 6. Das ist ja eigentlich gut. Die Aalsuppe, die kann ich gerade hier lernen. Warte, wo war sie? Die hier? Und dann haben wir das auch weg. Und somit gehen wir jetzt gleich angeln. Weil wir sitzen nämlich genau vorm Angelspot. Und dann können wir beim nächsten Mal schön Aalsuppe und gegrillten Karpfen machen. Wobei ich nicht weiß, was wir sonst noch... Was haben wir denn dafür gebraucht? Moment, lass uns kurz gucken. Aalsuppe wäre dann Kohl. Hätte ich eben kaufen können. Kohl und Aal. Und der Karpfen ist einfach nur mit Salz. Karpfen lediglich mit Salz. Habe ich noch Salz? Nee, ne? Salz ist aus. Muss ich mir in Marheim kaufen? Gut. Dann würde ich fast sagen, wir gehen erstmal hier runter, erstmal angeln. Ich weiß, ich kann nicht mehr laufen. Ich weiß es doch. Jetzt wollt ihr Geld. Seid ihr eigentlich... So, Mario, genau. Walte deines Amtes. Das ist wirklich einfach. Aber ich sag's lieber nicht so laut. Und noch ein Aal. Die Aalsuppe. Karpfen. Waren das jetzt 3 Karpfen? Nee, ein Aal war dabei. Gut. Können wir verlassen? Uiuiuiui. Wo ist das nächste, wo ich irgendwas verkaufen kann? Ich kriege hier gleich einen Knall. Da ist auch noch was. Auch glaube ich noch ein Pony. Glaube ich. Da haben wir auch noch mal Eisen. Ich könnte mir dann ja durchaus auch so einen Hammer-Typ kaufen. Ich finde den eigentlich ganz gut. Wobei die Axt natürlich auch nicht schlecht ist mit diesem Dreifachschlag da. So, die werden immer langsamer. Das muss ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Geht kein Weg dran vorbei. Da oben liegt auch noch was. Eieiei. Das ist echt blöd, man kriegt das Zeug nicht los.
wenn du niemanden findest. Was macht hier so Geräusche? Oh Gott, da oben wäre jemand zum Handeln, aber leider Gottes komme ich da so schnell nicht hin und ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt da in die Bredouille gerate. Nee, doch nicht. Die Weberei. Aber ich glaube in der Weberei, vielleicht kann ich das verkaufen da, vielleicht kann man da was. Geht da was? Vielleicht. Wo war Marheim? Ich gehe mal hier runter, ich versuch's mal, aber ich glaube nicht. Ich kann auch vor allen Dingen, ich müsste... Oh Gott, jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich. Nee, doch nicht. Die bleiben stehen. Die wollen ja gar nicht mehr laufen, gell? Hier geht ja gar nichts mehr. Nee, lauf weg. Wir gehen mal in die Richtung weiter. Warte mal, wo ist denn... Da, nee. Weingut von John Molan. Hier liegt irgendwas rum. Ich muss gleich wieder Pause machen. Ja gut, ich muss sowieso... Oh, guck mal. Silberbrosche. Ja, alles dabei hier. Bitte geht auf die Straße. Gibt noch keine Pause. Gut. So, was hätten wir? Der hat blöderweise jetzt keinen Kohl, ne, für die Aalsuppe. Tolle Wurst. Muss aber trotzdem was verhökern. Das geht nicht so weiter. 38, 31, 31. Das ist leichte, ne? Mittlere. Mittlere 38. 49. 38, ja. Habe ich ja eben schon geguckt, genau. Das ist dieselbe. Die kann weg. Mittlere 31 brauche ich dann auch nicht mehr. Und leichte 31 bräuchte ich rein theoretisch auch nicht, ne? Ne, 37. Sollte jetzt noch irgendwer was brauchen, dann... Schmuckstück kann weg. Ich weiß nicht, ob ich die Saphire und so, ob ich das überhaupt gebrauchen kann. Muss mal hiervon ein bisschen was loswerden. So viel Fett brauche ich nicht. Und von denen kann auch ein bisschen was weg. Gut, es war mir ein Vergnügen. Wo muss ich hin? Wo ist Marheim? Ich muss auf die Map gucken. Also, hier, ach so, die zwei habe ich als Quest. Okay, die wollen jetzt erstmal rasten. Okay, machen wir. Mike. Also begeht nicht gegrillter Karpfen, geht auch nicht, weil ich blöderweise kein Salz habe. Hebe ich aber auf. Und mache das dann später. Okay. Das ist ganz gut, weil genau die muss ich sowieso machen. Aber ich habe die Punkte nicht gekriegt. Habt ihr gesehen? Echt ein Ding. Das ist ein Ding. Haben wir hier irgendwo einen Chef? Ja, haben wir. Der Chef, da müssen wir dran.
war sofort. Mario, bitte hier oben. Mike? Wer ist denn dran? Der? Was ist das? Bogenschütze? Bogenschütze? Pionier. Ach, du grüne Scheiße, was macht denn der? Die sieht einen bestimmten Bereich an. Ach so, das ist das, ne? Der diesen Bereich anvisiert und wenn da einer durchläuft, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Mandy? Könnte eigentlich auch hier hoch. Mike, bitte mit ihm wechseln. Ich würde auf jeden Fall ihn schnell wegmachen wollen. Wegen dem hier. Solange diese Einheit nicht kämpft, haben sie und ihre Verbündeten immer Opportunismus des Anführers. Also quasi nicht ich, sondern seine Kollegen, ne? Und die Gesundheit da außerdem nochmal um 5%. Also, nee, das muss ja nicht sein. Da gehen wir direkt drauf, oder? Oder soll ich erst Mario in Stellung bringen? Der ist als zweites dran und der als erstes. Ogi. Nee. Wir gehen direkt dran. Gut, dann wollen wir mal sehen, was der macht. Klar, Mike muss laufen. Und kriegt dann natürlich direkt eine verbraten, ne? Ist logisch. Loki auch. Wieder mal schön zu sehen, wie wir den jetzt da rauskriegen. Warte. Mal was gucken. Oh shit, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Okay. Habe ich nicht dran gedacht. Leider, leider. Nö, dann würde ich auch sagen. Hau ich ihm eine Blutung rein und dann ist ja auch gut. Ne? Der Typ ist nicht im Kampf mit mir. Wie geht denn das? Mike? Ja, da kannst du gerne machen, ne? Loki. Uiuiuiui. Oh mein Gott. Das ist schlecht. Nee, das ist schlecht. Da sollte Mandy weg. Problem ist er hier. Bin mir nicht sicher. Ja, das war mir klar. Glück. Auch noch. So, Mario ist dran. Puh, hohohoho. Das ist heftig jetzt. Das ist wirklich heftig. Ich würde erst Quattro hier helfen. Damit der frei wird. Aber der ist auch noch nicht gelaufen. Der Duellant. Erstmal hier hin.
Jetzt sag mir nicht. Der war ja nicht verkehrt. Gut, der läuft natürlich da durch, ist klar. Erstmal. Wenn die hier hin. Naja. Blöde ist, wenn die sich einmal bewegen, ist es vorbei. Beweg mich einfach nicht. Fertig. Das ist schlecht. Der Mario war nämlich noch nicht dran. Das ist echt schlecht. So viel zum Thema Anführer. Bleib hier stehen. Fuck. Mist. Ja, die sind schon was wert, ne? Da kannst du schön die, ganz schön die Ecken zumachen hier. Das ist unglaublich. Mandy darf nicht mehr. Mario kann nur hauen. Das möchte ich aber nicht. Mike kann zuhauen. Wieso hat er jetzt nochmal gehauen? Hä? Was war das denn jetzt? Hm, okay. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber okay. Will mich nicht beschweren, ne? Der Typ, der müsste nochmal vorlaufen. Der läuft mit Sicherheit hier zu Ela vor. Und dann könnte Loki nochmal zustechen. Ansonsten, die stehen alle irgendwo in der Falle drin. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Gibt's das? Ja, dann hau halt rein. Kannst ja eh nicht mehr machen, was sollst du machen? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, Ela ist tot. Tolle Wurst. Krieg ich aber gleich einen Anfall. Sag mal, ey, der kann sich nicht mehr bewegen. Was geht denn hier ab? Der muss als erstes weg. So viel zum Thema. Der bringt's nicht. Da wollen wir mal, ich mach das so. Mal gucken, ob du wegläufst. Mal gespannt. Ela müsste ganz, ganz dringend geheilt werden. Aber Mario kommt da gar nicht raus. Also Mario könnte heilen. Der kann nicht bis da vorlaufen. Ich krieg einen Knall. Mike kann auch nicht bis da vorlaufen. Aber Mike kann heilen. Kann Ela heilen. Weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber
Der kriegt die Leute, der ist nicht im Kampf. Quattro müsste eigentlich laufen. Ach ja, komm, dann lassen halt laufen. Da kriegt der halt einen Schaden. Egal. Von mir aus. Bin jetzt umhauen, fertig. Da muss ja was passieren. Ich kann nicht als da regungslos stehen bleiben. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Ey. Aber die müssen da unbedingt weg irgendwie. Diese Idioten da. Also ehrlich, das geht mir so auf die Nerven. Was ist das hier? Bewegung um die Hälfte verringert. Na tolle Wurst, ey, ehrlich. Nee. Warte mal. Dahin? Ich kann ja nicht rausschießen, das ist ja verkehrt. Ist ja gar nichts. Oh Mann. Sieht nicht gut aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Zumindest wäre Mario jetzt draußen. Und was kann er tun? Das Problem ist echt. Oh. Blöd, ich krieg so keinen Punkt. Aber gut. Kannst du jetzt auch nicht ändern. Schieb den mal weg. Am liebsten würde ich jetzt mit ihr abhauen, aber... Wohin? Weg von diesen komischen Schwertträgern hier, von diesen Idioten. Weil ich glaube, obwohl es nur noch einer, gell? Nur noch der eine, ja. Die sind richtig scheiße, habe ich so das Gefühl. Und die Pioniere, die sind auch scheiße. Ja, das machen wir. Du kannst ja gar nicht mehr. Wieso kannst du denn nicht mehr schlagen? Hä? Wieso konntest du jetzt nicht hauen? Das kapiere ich jetzt nicht. Mike ist auch direkt wieder draußen. Das war ein Fehler. Würde ich es fast nennen. Loki ein Stück zurück. Loki ein Stück vor. Und das gleiche wieder. Andererseits hätte ich jetzt in die Richtung machen sollen. Weil der läuft, oder? Ne, der hat gerade geschlagen. Okay, vergiss es. Alles gut. So, jetzt kommt der nächste. Ja, Mario, die wollen halt jetzt die... Mist, ehrlich. Ah, Pionier. Komme ich nicht ran. Ich krieg einen Knall, ehrlich. Ich schätze mal, dass der nichts mehr machen kann. Gehe ich davon aus. Kriege ich diese Jungs hier irgendwie in den Kampf verwickelt? Was ist mit ihm hier? Legionär. Da ist doch Mario gleich dran. Das ist doch scheiße. Warte. Lass Mario da weg. Das bringt auch nichts.
Geh mal zu Quattro. Dann braucht er nicht so weit laufen. Hm? Ja, ja. Das Schöne ist, dass Mandy ja nicht laufen muss. Primär. Der steht schon drin, leider Gott. Mandy kann aber nicht, kann aber keinen Rausschiebschuss, oder wie sagt man. Der kann nur hauen, kann aber dann nicht mehr den Punkt nehmen. Das ist zum Kotzen, das ist echt zum Kotzen. Jetzt könnte Ela hauen, komischerweise. Warum auch immer. Plötzlich geht's. Macht bitte den da weg. Gut, das wollte ich von euch. So, jetzt hätte ich gerne... Nee. Wo kannst denn du noch hinlaufen? Hm, du kannst dich ja noch aber dermaßen dezent in Stellung bringen. Machen wir doch das so am besten. Destabilisierung inklusive Blutung, da will ich aber auch nichts mehr hören. Schnell wieder zurück. Schatten von Loki. Und weiter geht's im Text. Gibt einen Punkt. Gut. Das ist gut, das kann man so lassen. Das ist scheiße. Das ist kacke. Und jetzt müsste Mike. Hierhin. Wieder heilen. Und den in den Kampf verwickeln jetzt endlich. Verdurri nochmal, das kann doch nicht sein. Ela muss da weg. Scheiße. Mist, ey. Tja, Quattro. Wer ist denn noch dran? Achso. Ja. Ich werde wohl mit... Ich komme nicht dahin. Ich krieg hier gleich einen Anfall, ehrlich. Quattro läuft jetzt da raus, da kriegt er wieder eine. Mandy. Sehr schön. Sehr schön. Das ist gut. Wirklich gut. Es ist schon klar, dass die jetzt eine auf die Nase kriegt. Letzten Endes. Quattro kommt nicht weg. Der läuft dann mitten hier durch. 100%. Da bin ich fest von überzeugt. Schieß. Mir doch egal. Gut. Das hätten wir. Oh je. Scheiße. Mario aus den Socken gehauen. Ach du grüne Kacke. Jetzt. Now I have a problem. Houston, ich habe ein Problem. Nicht Mario. Heiland der Welt. Ich weiß, das ist die Mission hier, aber das kann doch nicht sein, dass das... Ach, ehrlich. Dass das so extrem ist. Dreh du dich mal um, genau. Wie kriege ich den hier oben da weggelockt? Mandy ist auch im Kampf. Das ist doch nicht normal. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, Freunde. Gar nicht. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, dass der noch gegen Quattro geht. Gut. Als erstes haut Ela ihn hier aus den Socken. Dann stellst du dich hier dahinter. Dann du dahin. Ein.
Wow. Ab in Kampf. Gut. Gut, 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 gut. Nervbehalte, ganz wichtig. So viel zum Thema hier. So, Loki. Matro kriegt auch bitterbös auf die Fresse. Oh, Mike auch. Jetzt ist Mandy dran. Beziehungsweise kann ich erst Quattro nehmen. Quattro kriegt das noch nicht gebacken da. Mal ganz ehrlich. Warte mal, Mike darf nicht mehr. Loki war auch dran. Ja, ja, ja. Scheiße. Scheiße. Du musst. Gibt aber auch nicht mal einen Grit jetzt. Kerle. Wenn irgendwie noch so Fläschchen nehme, ey. Auf die Schnelle. Und Verlangsamung. Jo, die Verlangsamung, die sind mir egal. Die kann er ruhig machen. Loki hält den aber denjenigen dann auch immer direkt auf, ne? Also, muss man wirklich sagen. Das, Oh, ein Schaden. Wow. So. Mario kann zurückstoßen, ja, kann er. So, dann bitte mal jetzt Mandy da rausgeholt. Die Frage ist, oder, warte mal, Moment. Mike erst? Mike kommt da nicht hin. So. 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 Will er nicht zu nahe ran. Wer ist denn als nächstes dran? Achso, ich kann ich nochmal. Gut. Dann würde ich direkt weiter Mandy nutzen wollen. Acht Schaden, Mandy. Acht Schaden. Gut. Er hier. Ja, muss ran, gell? Die Frage ist halt, wie kriege ich das gebacken, dass die auf gar keinen Fall an Mario rangehen? Oder sollte ich erst Loki nehmen? Wer ist danach dran? Er, dann er. Er, dann er. Gut. Er war auch noch nicht dran. Und er ist doch auch im Moment gar nicht im Kampf. Dürfte ich mal mit einem Crit rechnen? 25 ist ein Crit. Achso, gut. Okay, können wir fertig machen. Dann ist gut. Dann will ich nichts gesagt haben. Das habe ich leider schon gemacht. Schade. Gehen wir nach hier. Schutz.
Wieso habe ich jetzt hier einen Schutz? Kapiere ich nicht. Wieso habe ich denn da jetzt einen Schutz? Ach so. Ziele. In Reichweite. Ne? Genau. Der ist in Reichweite. So einfach ist das. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. So, jetzt kommt er. Er geht zu Quattro. Das war klar. 14. Mhm. Mike. Bringt alles nichts. Und blöderweise muss er ran. Das ist halt das Blöde. Er muss schlagen. Er kann also jetzt in dem Sinne nicht die Verteidigungshaltung nehmen. Weil er ja dann nicht im Kampf ist, ne? Es sei denn, ich hätte jetzt einfach die Verteidigungshaltung genommen. Wenn die Einheit kämpft, erhalte ich da einen Punkt. Wenn die nicht kämpft, kriege ich auch keinen Punkt. Das heißt, was ich ursprünglich mal gesagt hatte, es ist egal, ob man das nimmt oder das andere, was einen Punkt gibt, ne? Wie war das, ne? Ist eben nicht egal, weil man muss ja erstmal in den Kampf kommen. Und ohne den Schlag kommst du in den Kampf. Und wenn du schon geschlagen hast, kannst du die Verteidigungshaltung nicht machen, nur noch die hier. Aber egal. Interne Sache, ne? Eieieiei, der hat noch 10 Leben. Könnt mir mal bitte was machen? Ich weiß nicht mehr, was ich noch fast machen sollte. Gleich liegen alle im Dreck. Ich habe so das Gefühl, dass gleich alle im Dreck liegen. Ich habe Angst. Loki ist noch am besten drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Also was jetzt, ne? So, Quattro hat ein Problem. Mandy hat ein Problem. Mario hat ein Problem. Alle haben ein Problem. Warte mal, wer ist jetzt danach dran? Er da. Gut, ich könnte höchstens jetzt mit ihm hier rangehen. Dem eine geben, den Punkt mitnehmen. Noch eine geben. Und die Verteidigungshaltung. Das kann ich machen, aber ich hoffe, dass das einigermaßen durchgeht. So. Ein Schaden. Ist korrekt, der haut die aber immer wieder raus, ne? Immer wieder. Ja, Mandy. Shit. Nö, natürlich nicht. Shit. Gut, weiter im Text. Mario. Die machen aber auch, wieso so wenig Schaden? Na, obwohl, 28 ist schon okay, gell? Da kann man nicht jammern eigentlich. Die zwei sind im Kampf, da gehe ich mal hier hin. Mike kriegt auch bitterböse auf die Nase. Wer ist danach dran? Er. Ja, dann erst Loki, ne? Dann erst Loki. Hierhin? Was mache ich? Ihn hier? Nochmal ein Stück vor. Ah, ein Stück zurück noch. Ein Stück zurück noch. Und okay. Und er macht nichts mehr. Das war geil. Der hier könnte jetzt rein theoretisch. Aber dann kriegt Mario auf die Nase. Von ihm her. Wer ist denn als nächstes dran?
Der da. Er springt hier dran. Mike müsste eigentlich Quattro helfen jetzt. Ganz dringend. Aber er kommt da nicht hin. Kann ja hier nicht vorbei. Verdammt, ey, ehrlich. Gleich liegt Quattro liegt gleich in der Soße hier. Da bin ich ziemlich sicher. Es sei denn, ich kriege irgendwie noch zwischengeheilt, aber wow. Warte mal, ich gehe mal mit ihm hier ran und mache tatsächlich den hier. Weiter. Mario kann ja nicht mehr. Ach, fuck. Er? Bitte, Crit. Nein, macht's nicht. Das war's. Das war's für Quattro. So, ich kann nur mit ihm versuchen, hier Quattro heilen. Und ab durch die Mitte. Wer ist dran danach? Er hier. Der könnte doch auch schon weg sein, oder? Wer ist danach dran? Er hier und dann er hier. Der haut noch mal drauf. Das soll, braucht man eigentlich nicht. Das muss eigentlich nicht sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir könnten den wegmachen. Dann hier hoch. Dem mal... shit. Fuck. Obwohl... Es könnte klappen, er könnte hier drauf zulaufen, weil das näher dran ist. Ne? Könnte gehen. Als nächstes Ela sollte dann am besten ihm hier ein bisschen helfen. Schöner Crit. Nee, um Gottes Willen. Hätte ich fast Loki mit angehauen. So, er haut, haben wir einen Punkt? Nee, er macht erst das und dann den hier. Es gibt nämlich nochmal Schwächung drauf. Müsste der Quattro eigentlich auch machen. Jetzt bin ich gespannt. Cool. Geil. Aber jetzt kommt der nächste. Der geht natürlich wieder an Quattro. Das war klar. Quattro liegt wieder um. Der hat 14 Schaden gekriegt. Mario kann ich. Mandy kann. Aber wieder nicht kritisch. Gut, Quattro. Könnte weglaufen. Vielleicht noch die einzige Chance. Obwohl die ja natürlich auch nicht mehr viel Leben haben da. Der ist auch gleich hin. Wow, ey. Er kann ihn noch heilen. Mario, ne? Aber wir haben keinen Punkt. Shit. Also, Ela. Hier außen rum. Sehr schön.
Hier hin. Beenden. Mario läuft hierhin. Alt Quattro. Und haut den aus den Socken. Damit hätten wir den auch erledigt. So, jetzt haben wir Galvanisierung. Wer ist dran? Er da. Er wird auf Loki gehen. Gehe ich stark gewonnen. Bitte. Genau richtig. Ganz genau richtig. Und Loki? Leider geil. So. Das. Fertig. Mandy. Immer noch kein Crit. So kenne ich dich. Quattro. War nicht gut. War nicht gut. War nicht gut. Oder? Darf ja nochmal danach. Doch, war gut. Ja, der war sowieso schon am Ende. Okay, wir haben noch einen am Start. Kann Mario noch? Wer kann noch? Wer darf? Nein, abbrechen. Mike. Mike kann nochmal hier hintergehen, aber das bringt eigentlich nichts mehr. Glück gehabt, echt. 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 Das war eng, Freunde. Das war eng. Ich habe eine Vogelpfeife, ich habe 86 Gold, ich habe 4 Goldzähne. Alles wunderbar, aber trotz alledem, wow, echt, hammerhart. Hammerhart, ich muss gucken, was ich reparieren kann, soll, muss. Einer geht nicht. Warte. Erstmal die, die vorne stehen. Wieso habe ich eigentlich... Wieso habe ich jetzt eigentlich 7 repariert? Okay. Die Wurst jetzt auch nicht. Mama auch noch. Den kann ich nicht reparieren. Muss einen Moment warten. Mario, falls wir nochmal in den Kampf kommen, ein bisschen beiseite halten. So, soll ich jetzt nochmal oder haben wir jetzt schon? Ist die halbe Zeit um schon wieder, gell? Okay, egal. Gehen wir mal hier hin. Ich glaube, dass wir jetzt ein Quest abgeben können. Waren wir hier schon? Oh, da ist was. Leider Gottes habe ich im Moment keinen, der lieb wird. Wir sind Weber. Wenn ihr also Stoff kaufen möchtet, kann ich euch versichern, dass ihr bei uns edelste Ware findet. Okay. Kleiner Wandteppich oder was? Was will ich damit? Stoff kann ich dir verkaufen, wenn du willst. So, das Ding weg. Die brauchen wir auch erstmal nicht. Den machen wir auch weg. Den Schild kann, der Schild kann weg. Und das war es aber auch schon eigentlich letzten Endes. Den Rest hebe ich mal auf. Ja, gut. Verlassen, was ist mit ihm? Warum heute, wo ich endlich mein Auskommen gesichert zu haben glaubte, warum straft mich das Schicksal so? 5 Jahre habe ich an diesem Wandteppich gearbeitet. Dieses Meisterwerk sollte mich in ganz
Goseberg berühmt machen. Und jetzt? Mein Lebenswerk ist über Nacht verschwunden. Die Wache meinte, dass ich die Sache einfach aufgeben soll, dass mein Wandteppich ohnehin schon lange über die Grenze gebracht worden sei, worden sein dürfte und wahrscheinlich nie wieder auftauchen wird. Aber jetzt habe ich gar nichts mehr. Tja, Wandteppich. Gucken wir mal, ob wir was finden. Ansonsten ist hier nichts. Ich mache mich mal weiter. Wo ist denn jetzt hier die Stadt? Ich brauche die Stadt. Freunde. Marheim, da. So eigentlich in meine Blickrichtung. Da irgendwo. Ich will nur nicht mit den Brüdern jetzt nochmal zusammenstoßen erstmal. Wo ist denn die Brücke? Da war doch eine Brücke, oder? Wo bin ich denn? Da hinten bin ich über die Brücke. Okay, ich muss erst zurück. Gut. Ist hier oben rum? Nee, ne? Nee, hier runter. Und dann hier rüber. Muss gleich schon wieder Rast machen. Haben wir gerade gemacht, habe ich so das Gefühl. Weingut, waren wir jetzt da eigentlich drin? Nee, ne? Da war auch eben irgendwas mit angreifen. Von wegen nur gedulden. Makler Alt-Marheim hat gut reden. Er läuft schließlich nicht in die Gefahr, alles zu verlieren. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie meine Ernte verdorrt. Die Schuldigen müssen bestraft werden. Beim allsehenden Auge, wir werden uns zur Wehr setzen. An die Heugabeln, auf zur Abtei. Wir schlagen die Tore ein. Als erstes müssen wir uns um die Gefährten kümmern. Diese verfluchten Söldner schieben Tag und Nacht Wache vor der Abtei. Wir sollten unsere eigenen Schläger anheuern, um sie zu erledigen. Wenn alle etwas beisteuern, sollten wir genug zusammenbekommen, um die Besten anzuheuern. Okay. Habt ihr unser ganzes Gespräch mitgehört? Schön, dann wisst ihr wenigstens, worauf ihr euch einlasst. Es mit den Gefährten aufzunehmen, ist nichts für schwache Nerven. Hallo? Ich hab doch den anderen angesprochen. Achso, der spricht für alle, okay. So, hier oben können wir nochmal, ne, Dietrich ansetzen. Guck mal hier, Surf and Turf. Am Spieß. Sauber. Gut, Marheim, nach wie vor Marheim. Dann gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, diesmal kriegen wir es auch einigermaßen pünktlich hin hier. Mal die Stunde ins Auge gefasst. Gab's da noch was? War nichts billiger, alles gut. Das nehme ich noch mit. Bevor es letztendlich weg ist. Und dann wollen wir mal in Marheim gucken. Blöd, ich hätte jetzt natürlich auch hier reparieren können. Aber das ist immer blöd. Läufst du los und dann hast du irgendwo ein Ink und dann stehst du da. So, dann reparier mal wenigstens Mario noch durch. Und gib mir mal die 20 Dinge hier. Und dann wollte ich vielleicht erstmal hier reingucken. Denn ich habe ja zum einen hier oben einen Quest. 708 Gold. Aber. Da habe ich noch zwei einfache und hier gibt es dann diesen durchschnittlichen hier. Rattenplage. Aber Rattenplage will ich mir erstmal schenken. Ich habe keinen Bock auf Pest schon wieder. Das hat mich. Obwohl, jetzt könnte ich mir es wahrscheinlich leisten. Was war mit dir? Du warst eine Bogenschützin. Das. Nö. Und du? Das ist der Hammertyp. Ach nicht. Abgesandter der Gefährten. Das war, glaube ich, noch einer. Auch Bogenschütze.
Hm. Oder man müsste noch einen Bogenschützen nehmen, aber da habe ich auch jetzt keine gescheiten Bulgen für. Das ist auch so eine Sache. Nein, ich bräuchte eher noch jemanden, der vorne drin steht. Und das war ganz schön eng eben, ne? Das müssen wir auch sagen. Grimwit, der hat ja wohl ja. Okay. Gut, ich würde sagen, ich verlasse das erst nochmal. Und würde auch fast hier... Was ist denn hier? Hier ist doch auch noch wer. Achso, den habe ich ja schon. Sie habe ich schon... Mit ihr habe ich schon gebabbelt. Und er hier? Haarwuchsmittel brauche ich nicht. Okay. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir lassen es heute mal bei einer knappen Stunde. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Bis dahin, bleibt gesund, halt die Bälle flach und ja, macht's gut.